Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo und herzlich willkommen zu Elena hat ernsthafte Probleme, weil sie ständig Zeug behält, obwohl sie es gar nicht mehr mag. Ja, ich habe meine Mutter eigentlich, ja, hat vor kurzem bei uns im Bad aufgeräumt und da hat sie dann alles abgewischt und so weiter und dabei sind die Untiefen meiner Unordentlichkeit rausgekommen. Und ich dachte, die teile ich jetzt mit euch so mal und wir sortieren zusammen aus und ich erzähle euch vielleicht zu den ein oder anderen Sachen auch eine kleine Geschichte. Also, ich fange an mit diesem Ding, das sieht voll komisch aus, sieht aus wie weiß Gott was, ist aber eigentlich nichts anderes als eine Nagelfeilen-Ding. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe gerade schön gefällte Nägel. Wenn ich das jetzt mache, dann sind die Nägel wieder voll hinüber. Ja, also das behalte ich. Dann haben wir hier Kamistat. Echt super. Ich empfehle es jetzt jedem, der eine Aft im Mund hat oder so oder irgendwie andere Wunden oder Schmerzen. Da danach spürt man dann nichts mehr und am nächsten Tag sind meistens die meisten Sachen schon verheilt. So, das ist jetzt meine Quarktasche oder besser gesagt meine Weihnachtsstümperei. Ich erzähle euch da mal nächstes Mal davon. Wir sehen uns gleich. Ja, da bin ich wieder. Die Quarktasche ist noch nicht fertig, aber sie tut so, als ob. Ja, gut. Dann als nächstes, ja, haben wir hier eine schöne Zitronenseife. Wirklich toll. Die behalte ich auch. Die ist noch jung. Die ist noch keine 5 Jahre alt. Glaubt mir, das war kein Witz. Es gibt da Dinge, die sind wirklich über 5 Jahre alt. Glaubt es mir einfach, okay? Hier haben wir eine Probe für eine Indusch Body Milk mit Kakao. Steht da vielleicht auch noch ein Ablaufdatum, damit ich, wenn nicht, dann behalte ich die. Also bisher ist das Aussortieren ja noch nicht so. Ich behalte die jetzt erstmal. Weil, naja, man weiß ja nie. Vielleicht möchte ich ja mal nach Kakaobutter riechen. Und dann findet mich meine Mutti besonders toll, weil sie ja immer so gerne Schokolade isst. Das ist mein erster Kamm. Den behalte ich auch. Den benutze ich aber schon gar nicht mehr. Eigentlich könnte ich ihn auch wegtun, aber nee, ist ja Remembers. Aber jetzt mal was. Hier haben wir Lippenbalsam. Der kommt weg. Oh, den hätte ich nicht aufmachen sollen. 2013 abgelaufen. Dinge, die man nicht schnuppern will. Oh Gott. Oh, es hängt richtig in der Nase drin. Oh. Dann haben wir hier ein Refresh Tool Aloe. Night. Night Chat. Kommt auch weg. Dann haben wir hier von diesem Jahr an Weihnachten, habe ich von meinen Großeltern bekommen, väterlicherseits eine schöne Seife in Rosenform. Ist noch keine 5 Jahre alt und das ist die, können wir behalten. Dann haben wir hier ein Parfümpröbchen. Das riecht eigentlich echt super. Also behalte ich. Läuft bis jetzt mit dem Aussortieren. Hier haben wir eine Fettcreme. Oh, da habe ich euch so eine. Oh, ich liebe die. Oh, als Kind habe ich die so geliebt. Oh, ich habe da. Also, meine Mutter hat mich immer, bevor ich zur Schule musste, zu den grausamen Lehrern und den furchtbaren Geschichten, hat sie mich immer mit dieser Creme eingeschmiert. Und zwar wie so ein Schutzpanzer gegen all die furchtbaren Dinge, die mir in der Schule passiert sind. Ist nicht übertrieben, Mom. Ja. Dann haben wir hier einen Kaufmanns Lippenbalsam, der inzwischen sich auch irgendwie nicht mehr aus der Tube drücken lässt. Also ich schätze mal auch nicht mehr ganz frisch. Kommt weg. Dann haben wir hier einen Lavera Lippenbalsam. Wirkt noch recht frisch. Mama, willst du haben? Okay, komm weg. Ich weiß, das Video ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber es muss halt auch mal getan werden. Und wenn ich schon das tue, dann seid ihr jetzt meine Motivation, dass ich auch wirklich Zeug wegschmeiße. Wenn ihr nicht wärt, würde ich das echt nicht machen. Gebe ich zu. Oh, hier mein Rasierapparat. Dazu habe ich auch noch Klingen. Ich hatte eine Phase, da habe ich mich total rasiert. Also, ich meine nicht auf dem Kopf und so, ich meine unter Achseln. Und ja, mehr eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich gar keinen Haarwuchs wirklich. Wäre eigentlich schon mal eine Überlegung, den wegzuwerfen, ne? Ja, aber vielleicht brauche ich ihn ja noch mal. Ja, süffig. Oh, der ist noch nicht süffig, der ist nur alt.
Also ich behalte ihn. Ich tue ihn mal auf, unter die Kategorie noch ein Jahr behalten. Und wenn ich es dann nie, immer noch nicht nochmal benutzt habe. Die Klinge, du tauschst ja die Klinge aus. Ist ja nicht so, dass das jetzt dieselbe Klinge ist, noch von vor 5 Jahren. Ich hänge anscheinend dran, sonst würde ich nicht so verteidigen. Hier haben wir einen Lip Liner Stift. Der ist noch vom Adventskalender von Douglas, ihr wisst schon. Der, den ich wegschmeißen musste, weil er so gestucken hat. Nie benutzt. Glaubst du, kennen wir irgendjemanden, der sowas braucht? Dann weg damit. Oder kannst du es als normalen Stift benutzen, das glaubst du? Okay, weg damit. Dann haben wir hier so Mini-Nivea-Döschen, die ich eh nie aufmache, aber behalte ich. Die schmeiße ich irgendwo in mein Zimmer hin. Merkt eh keiner. Mein Zimmer ist ein unendliches Loch der Tiefe, wo niemand was zu sehen hat. Dann haben wir hier einen Eyeliner-Pencil. Den kann ich noch als normalen Stift benutzen, oder? Den schmeiße ich nämlich mit in meine Handtasche, dann merkt keiner, dass ich einen Stift mit mir rumführe. Was denn? Ist kreativ. Hier haben wir noch Aufsätze für die Nagelfeile. Die sollte ich auch behalten. Hier haben wir einen Aufsatz, wo irgendwie das Ding dazu fehlt. Also schmeiße ich auch weg. Gut, dann haben wir hier... Ah, guck, hier haben wir noch mal so ein Nightshift mit eine Seife. Eine Seife. Echt nett, eine Seife. Mit Palmöl und allem. Und ein bisschen Mock. Die kommt auch weg. Dann haben wir hier einen Lipgloss. Irgendwas. Weiß der Geier wie. Stinkt auch. Warum stinkt alles? Kommt auch weg. Ist auch noch aus dem Adventskalender. Und übrigens, der Adventskalender ist nicht dieses Jahr gekauft worden. Also nur so als Info. Dann haben wir hier ein Propolis. Ah, guck mal. Ist sogar noch zu. Kann man nicht aufmachen. Müsste also noch frisch sein. Super. Behalte ich mal. Propolis. Ist gut für die Lippen. Gut. Dann haben wir hier noch einen Eos Lipgloss. Den behalte ich. Lippenbalsam. Den behalte ich auch mal. Ja, Mama. Ich muss mal ganz kurz stoppen, aber vorher schmeißen wir noch dir diese Clairasil Ultra Reinigungspads weg. Ja. Glaubt mir. Die haben einem das Gesicht verätzt. Ja. Gut, dann haben wir das jetzt. Hier haben wir eine Face Fluorid. Behalte ich mal. Weiß der Geier wofür, aber irgendwann werde ich froh sein vielleicht. Gut, dann kommen wir jetzt zum Großen. Hier haben wir mein Aufhängeding zu meinem. Nächstes Jahr wird er wahrscheinlich eh weggeschmissen. Lady Schäfer, wo Mutti gesagt hat, ich sollte doch dieses Jahr schon wegschmeißen, ich es aber nicht will, weil er einfach so süß ist. Außerdem hat er mich 10 Euro gekostet, also. Dann haben wir hier die Maske für die Hände, die ich meiner Mutter geben will, aber wir warten immer noch darauf, dass er endlich mal keine Schrunden hat. Irgendwann, Mutter, irgendwann. Hier haben wir ein Fußbad, das ist einfach, riecht einfach gut. Das behalte ich auch. Benutzen werde ich es nie, aber ich behalte es. Dann haben wir hier, ja, ich glaube, das schmeißen wir mal weg. Das sieht nicht mehr so ganz fresh aus. Fresh ist anders. Ja, dann haben wir hier ein Shampoo mit einem Lama, Sonderedition, behalte ich auch. Muss nachher wieder in einen anderen Korb rein. Das da behalte ich auch. Hier habe ich mein Lieblings-Handwasch-Dingsda-Bumster, wenn ich mir mal die Hände wasche. Manchmal sollte man nicht so ehrlich sein, stimmt's? Das hilft manchmal auch. Ja. Dann haben wir hier eine Vaseline. Warum habe ich eine Vaseline rumstehen? Warum habe ich eine abgelaufene Vaseline rumstehen? Nein, tatsächlich, die hält noch einen Monat. Die behalte ich. Für diesen einen Monat. Dann haben wir hier meinen Rasierschaum. Der ist aber noch komplett neu, also den behalte ich sicher auch. Dann haben wir hier irgendwie ein ganz komisches
Ist ja schräg. Also, ich habe das noch nie erlebt, aber die Flüssigkeiten haben sich voneinander getrennt. Also, das ist. Oh, doch, ich hatte das einmal, aber ich glaube, das war nicht so doll. Ah, es macht Spaß zum Schütteln. Halte ich mal unauffällig, vielleicht mag es Mama nicht. Dann haben wir hier. Ach, das behalte ich auch. Habe keine Ahnung, was es ist, aber es hat eine süße Tube. Dann haben wir hier zwei Detox-Dinger. Sei es drum. Ist klein, kann ich gut verstecken. Also behalte ich das mal. Und unser Steridium im großen Päckchen auch. Ja, Axt. Leer. Kann ich weg. Wieso steht noch ein leeres Axt bei mir rum? Dann haben wir hier mein Hydra Boost Reinigungsgel. Echt super Zeug. Wenn ich das aufgetragen habe, hat mein ganzes Gesicht gebrannt wie für Feuer. Und ich habe gedacht, ich heule gleich wie ein Schlosshund. Aber am nächsten Tag habe ich saubere Haut. Eigentlich ist das ein Argument zum Wegzuschmeißen, ne Mama? Ja. Weg damit. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich da gerade wegschmeiße. Aber der Vorteil ist, es ist nicht meins. Das war das von meinen Eltern. Sollte ich auch nicht so sagen. Das kommt nicht so gut. Dann habe ich hier noch so Klammern mit Schmetterlingen und so weiter. Die behalte ich auf jeden Fall. Die habe ich immer in meinem Korb dran. Dass der einfach süßer aussieht. Ich mag den gern so. Dann ist er ein bisschen süß. Und das mag ich. Ja, gut. Hätten wir die auch wieder angebracht. Dann habe ich hier Heilerde. Mama, Heilerde 1, 2, 3. Wenn du sie willst, ist er jetzt dabei. Ja, ich weiß. Okay, Heilerde ist dabei. Dann habe ich hier Calendula-Creme. Die brauche ich für mich. Die ist super, wenn man so ganz fiese, wenn man so Schrunden und sowas hat und die Hände wehtun, dann benutze ich die immer. Dann habe ich hier mein Touch Diamond Silver, irgendwas, Nivea, Sonder, bla bla. Das will ich auf jeden Fall behalten. Hat so gut gerochen. Dann habe ich hier Babypuder. Warum habe ich Babypuder? Babypuder, 1, 2, 3. Gut, Babypuder. Obwohl, wenn man es mal braucht, so im Sommer, braucht man es im Sommer? Warum habe ich den? Ja, gut, ich kann den weg. Warte mal, ich schnupper noch dran davor. Nicht, dass das der tolle ist. Nee, das ist der ekelhafte. Ich hatte mal einen, der hat so nach Oliven gerochen, der war toll. Dann habe ich hier eine volle Flasche von meinem Axe. Die behalte ich auch. Hier habe ich Handseife. Ja, das Teil ist eine Balea Lotion, die habe ich mal geschenkt bekommen zu Weihnachten. Wenn ich jetzt euch sage, und die ist 2018 abgelaufen, genau vor einem Jahr ist sie abgelaufen, am 2.2018. 1, 2, 3, wenn du jetzt nichts sagst. Weg. Okay. Okay. Das ist irgendwie, das war jetzt gerade ein bisschen Begeisterung bei. Hier, ich habe ein Abschmink-mildes Make-up-Entfernung von Yves Rocher. Ich trage gar kein Make-up. Eins, zwei, drei. Weg. Gut, weg damit. Diese eins, zwei, drei macht Spaß. Dann habe ich hier eine Waschcreme von Nivea. Die behalte ich auf jeden Fall. Die ist nämlich top. Ja, dann haben wir hier noch mein. Keine Werbung, aber ich liebe dieses Duschbad. Danach schläft man echt besser. Puh. Und natürlich schön einmal über den Arm flutschen lassen, damit es auch ausläuft. Weißt? Dann habe ich noch hier ein Duschbad. Gut, dann haben wir hier noch mal eine kleine Packung Desinfektionsmittel. Die ist aber auch schon irgendwie kaputt. Ja, läuft aber 2020 ab, also behalte mal. Hier, das Zeug ist toll. Das hat mich damals durch meine Nesselsucht gerettet. Also ganz ehrlich, ich hätte durch meine Nesselsucht gerettet. Als ich meine Nesselsucht hatte, hat es mich gerettet. Wäre grammatisch korrekt, Elena, rief mal. Ja, gut. Das behalte ich auf jeden Fall, weil das ist, man weiß nie, wann man die nächste Nesselsucht bekommt. Die kann hinter jeder Ecke lauern. Das klingt gerade so voll wie so ein Voyeur, ne? Meine voyeuristische Nesselsucht.
Weil meine Nessel so weg ist, heißt auch immer, sie ist weg vom Fenster. Ja, dann habe ich hier eine Gratisprobe Kantikaries Lutschtabletten. Soll ich es machen? Nee, die sind noch nein. Okay. Wollen wir mal welche haben? Dann habe ich hier mein Naomi Campbell Cat Deluxe Eau de Toilette. Hebt sich Parfüm oder ja nicht? So. Ja. Dann warum soll ich wegschmeißen, wenn es noch gut sein könnte? Ich habe ja auch nie ein Date gehabt. Vielleicht habe ich irgendwann mal Dates. In den nächsten 200 Jahren. Irgendwann mal. Vielleicht erbarmt sich mal irgendeiner und sagt, dieses arme Mädchen soll auch mal ein Date haben. Und dann werde ich wahrscheinlich sagen, nee, lass stecken. Ja. Ja. Ich behalte es mal. Wieso sage ich sowas vorne? Oh Mann, ich vergesse ständig, wenn Kameras um mich rumlaufen. Ja, dann haben wir hier die Trockenzahntabletten. Die behalte ich auch. Die sind ja auch gerade gekauft. Die waren arschteuer. Dann haben wir hier dieses Haaröl, das überhaupt nichts bringt, ehrlich gesagt. Aber es riecht toll. Ey, soll man das Haaröl behalten und als Kloöl nehmen? Nee. Okay, dann behalte ich es halt so. Dann haben wir hier noch mal so eine Samtweich-Handpflege. Die tue ich auch mal in den Korb mit rein. Dann ist der Korb zumindest wieder voller. Was? Ein voller Korb macht Eindruck. Als ob du ein Messi bist, aber ja, es macht einen Eindruck wenigstens. So, dann schmeiße ich jetzt ein Blister dazu und meinen Kamm und schon ist mein Korb wieder wie vorher. Yeah. Ich weiß, wie man Ordnung hält. Also nicht wirklich, aber ich rede es mir ein. Und hier haben wir jetzt noch die Dings da, Bums, da. Ihr wisst schon, dieses Shampoo und so. Und weil es so teuer war, behalten wir das jetzt auch. Und damit haben wir es eigentlich geschafft. Wir sind durch. Ja, dann wollen wir mal zeigen, was wir alles wegschmeißen. Dass da alles kommt weg. Und was alles da bleibt, ist eigentlich inzwischen übersichtlich geworden. Kann man sich jetzt nicht mehr beschweren. Zumindest nicht, wenn man Elena heißt. Wenn man Elenas Mama heißt, kann man sich da bestimmt noch beschweren. Irgendwas findet sie bestimmt, was noch zu viel sein könnte. Wahrscheinlich wird sie mir spätestens in einem Monat wieder kommen mit der Rasierapparat, kann weg. Aber ich mal schauen. Der bleibt erstmal. Er hat es nochmal geschafft. Er ist im Recall. Er ist im Recall, um bei DSDS zu bleiben. Ja, das war's. Das war mein Video dieser Woche. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen blöde, aber ich habe dieses Video jetzt gedreht, weil es manchmal hilfreich sein kann, wenn man mehr oder weniger den Druck hat, auch was wegzuschmeißen und nicht nur alles zu behalten. Und mir fällt es immer unglaublich schwer, Dinge wegzuwerfen, weil ich immer so denke, ja, aber vielleicht brauche ich es ja dann doch nochmal 2033 hinterm Berg. Wer weiß, vielleicht brauche ich es dann. Und deswegen sollte ich es behalten. Und dann bin ich immer so total nervös und dann will ich es doch nicht wegwerfen und dann bleibt es doch da. Und am Ende des Tages habe ich dann immer noch denselben Messi-Mist von 2000. Ja, übrigens, diese Creme von Neutrogena ist schon 2002 abgelaufen. Also, ja, ist doch schon weg. Ja. Sag nicht weg, damit er schon weg ist. Meist, ja, ist jetzt weg. Und gut. Ich habe jetzt etwas aufgeräumt und ihr habt mir dabei geholfen, auch wenn es sich so doof anhört. Aber jetzt kennt ihr auch ungefähr, was ich jetzt gerade so im Bad rumstehen habe als Pflegeartikel. Jetzt habt ihr auch einen Überblick mal. Ist voll uninteressant, aber wer weiß, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Falls ihr auch aufräumen, gerade am Aufräumen seid, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bei euch alles so im Mülleimer gelandet ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.read.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich muss jetzt diese ganze Schoße auf meinen Simsen draufräumen. Ja, irgendwie macht man sich jeden Tag zum Mops. Also bis dann. Ciao.